Na, kommt da was? Dem Ladezeiten. So. Ja, wir wissen noch nicht in welcher Reihenfolge. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Laserschranken das waren. Es gibt auch irgendwie kein akustisches Feedback. Doch. Es gibt ein akustisches Feedback. Kommt raus, kommt raus. Ja, dann laufen wir mal alle ab. Ja, ich glaube, wir müssen mal hier den Bogen lang gehen. So, wollen wir mal... Nee, der ist es auch nicht. Also, wir haben nicht mehr viele vor uns, aber die scheinen sich zu merken, dass sie aktiviert wurden. Das heißt, wir müssen nicht alle in derselben Reihenfolge immer wieder durchlaufen, bis wir die richtige Kombination gefunden haben. Wahrscheinlich ist einer auch auf dem Dach, weil da oben geht ja auch Kabellage hin. Deswegen versuchen wir es mal. So. Das ist aber eine schöne Aussicht von hier mal wieder. Hier oben auf den Dächern von Boston sieht es immer recht schick aus. Yo. Yo. Ja, läuft nicht gut für die Ghule hier. Die Ghule haben ja irgendwie nichts zu sagen, während ich mit der Schrotflinte unterwegs bin. Was willst du denn? Ich hau dich einfach tot. Oder Piper haut dich tot mit ihrer Kugel. Ja gut, ein Safe. Den können wir auf jeden Fall knacken. Jein. Das ist gut. Ja, nehmen wir alles mit. Was soll's. Ein bisschen Vorkriegsgeld ist immer gut. Vor allem frage ich mich, warum man Vorkriegsgeld auf dem Dach lagert. Also das ist doch mal eine Frage, die man mal klären könnte. So, hier ist eins. Der scheint falsch zu sein. Weil die anderen haben das nicht gemacht, wenn ich da durch bin. Aber hier gibt es auf jeden Fall ein Terminal, der meisterlich verschlossen ist. Ich denke, den könnt ihr auch nutzen, um das ganze Gimmick zu umgehen, was sie sich hier ausgedacht haben. Aber wir versuchen es jetzt gleich unten nochmal. Ich will nur erstmal hier oben alles soweit checken. Nett. Ja, Fusionskerne sind immer gut. So. Hier ist noch eine Campkiste. Rattengift, richtig geil. Boah, das gibt mir den Rest. So, Boston, Impro-Pistole. Hier können wir jetzt eine Stunde hinlegen. Gerade nicht, aber könnten wir machen, um uns zu heilen. Aber zeitlich bringt es mehr, wenn wir einfach einen scheiß Impact nehmen. So traurig es auch ist. Ja, ich würde sagen, wir springen mal vorne übers Dach runter. Und versuchen, die restlichen Dinger da unten zu finden. Ich hätte irgendwie gehofft, dass es explodiert, auch wenn ich dann tot gewesen wäre. Also die geben uns jetzt falsche Signale. Der hier sendet auch wieder. Doch, wir müssen die alle in der richtigen Reihenfolge lang gehen. Das war auf jeden Fall falsch. Der geht aus. Okay, es gibt definitiv eine Reihenfolge. So, jetzt du. Nee, war falsch. Dann müsste der andere jetzt wieder an sein. Jetzt ist er aus. So, dann gehen wir hier mal einen Umweg. Gehen hoch. Dann wird das nämlich der nächste sein in dem Spielchen. Ja, das kann auch was werden hier. So, hier hoch, da hoch. Da lang. Oh, wenn das jetzt falsch ist, die nächsten zwei, die ich dann betätige, müssen wir den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Na gut, dann. Der war falsch. Das heißt, es muss irgendwo noch einen geben, den ich übersehe. Aber es ist doch definitiv so, dass sie ausgehen, oder? Der bleibt aus. 100 pro bleibt der aus. Dann als nächstes den. Ist falsch. Dann geht der wieder an. So, der ist aus. Der ist nicht aus. Also, falsche Reihenfolge.
Ich habe das Gefühl, wir übersehen irgendwo einen. So. Aus. Den habe ich nicht aus Versehen getriggert oder so, oder? Wenn ich hier lang gehe. Der hier bleibt aus, oder? Der ist noch aus, okay. Ich weiß, wir könnten es ganz einfach lösen, indem wir das über den anderen Weg machen. Aber das will ich nicht. Ah, hier ist noch einer. Der ist aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Piper war. Piper, kannst du mir einen Gefallen tun und die Fresse halten und dich da hinstellen? So, Papa muss gerade arbeiten. So, dann war das der. Dann der hier. Der bleibt aus. Der da ist offensichtlich falsch. Dann gehen wir jetzt mal zu dem auf dem Dach und hoffen, dass Piper nicht wieder alles vermasselt. So, einmal hoch, ohne Umwege. Du bist so eine dumme Nutte. Aber ich glaube, sie hat es nicht aktiviert. Ich weiß es nicht. Wir müssen raten. Ich kann nicht sagen, ob sie es deaktiviert hat. Naja, wahrscheinlich war der entweder falsch oder sie hat es deaktiviert. Piper. Oh. So, wir wissen ja, wo der Anfang ist. Eins. Ich glaube, sie kann die Dinge aber gar nicht beeinflussen, ja? Das ist gut. Können wir mal ausprobieren. Piper. Piper. Ach, jetzt kannst du außen rumrennen. Du dumme Nutte. So, zwei. Ich denke mal, oben der ist auf... Sie kann sie doch beeinflussen. Okay. Aufgepasst. Piper, bitte. Hier. Gut. Renn. Doch, sie beeinflusst sie auf jeden Fall. So, dann hoffen wir mal, dass sie jetzt in Position bleibt. So, dann war das der zweite. Die sind noch alle aus. Dann hoffe ich, dass das hier der dritte ist. Drei. So, und wenn die Entwickler es einem einfach machen, dann ist das hier der vierte. Oh, danke Entwickler. Wie fester, seid gelobt. Oh Mann. Ja, wir haben es trotz Piper-Komplikationen geschafft. Also, das ist doch schon mal was. So, dann ist unser Core jetzt gleich leer, aber wir haben ja noch ein paar Reserve-Cores. Sollte noch ein bisschen reichen. Ein bisschen. So, und dann könnten wir jetzt noch den Terminal danach hacken, hoffe ich. Auf jeden Fall. Damn. Ja, aber... Den kann ich nicht hacken. Oh, haben wir auch gar nicht, Meister. Oh. Naja, wir hätten jederzeit Nick holen können, aber wir haben es geschafft. Immerhin, das ist doch schon mal was. Ah, bin zum Meth-Labor. Wow. Ja, Chemielaborarbeiter. Es waren zwei Leute. Das ist schon mal interessant. Greif einfach zu. Chemikalien-Schutzanzug. Wenn die hier keine Breaking Bad-Anspielung irgendwo versteckt haben, dann check ich's nicht. Aber wir gucken erstmal. Jede Menge Zeug, Messinglaterne kannst du behalten. Jede Menge Müll. Medex, 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 Jet. Ja, Laborstation, Laborstation. Ein bisschen gemischtes Zeug. Aber es scheint noch mehr zu geben an Gegnern. Das heißt, das hier war nur der Vorraum. Benötigt Terminal. Gut, dann schauen wir doch mal rein. Türfernsteuerung. Ich habe es beim ersten Versuch richtig gelesen. Ist das nicht geil? So. Dann wollen wir mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Im oberen Geschoss der Anlage. Allerdings ohne das Wissen, ob wir hier runter sollen. Ja, wir sehen uns hier erstmal um. Also wir waren hier schon mal. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Den Yucca-Cola Quantum ist auch immer gut. Und da kam eine Überraschung raus. Danny Boy Äpfel. Und die kannst du gerne behalten. So, dann. Keine Raider mehr?
Na gut. Ja, sehen wir uns hier weiter um? Nee, von hier kamen wir ursprünglich. Da war die Stelle mit dem kaputten Brett. Wir waren nur an der Stelle wohl nicht. Das heißt, wenn das da oben das Chemielabor war, dann ist das aber ziemlich mager. Moment. Ich muss gerade die Quest suchen, ob die abgeschlossen ist. Ja, das war's. Das war Zugang zum Marowski's Chem-Labor. Entschuldigt mich, wir gehen da nochmal hoch, aber es ist mir zu albern, jetzt nochmal komplett außen rum zu laufen, damit wir wieder da oben rein können in das Büro. Deswegen machen wir es auf die Art und Weise und machen dann den Befehl hier wieder raus. So. Ja, spart uns circa 2 Ladezeiten und circa 1,5 Minuten. Deswegen machen wir das so. Ja, es muss doch hier mehr geben als nur ein bisschen Zeug, wenn wir schon in den einen Kisten da jeweils 50 von irgendwas gefunden haben. Hohe Flasche, Abraxo. Noch ein Teil, Buffout. Ja, das kann es ja nicht sein, oder? Kochplatte nehme ich. Da liegt ein bisschen was vom Arbeiter noch. Ein Feuerzeug. Hier ist ein bisschen Öl drin oder Zeug auf jeden Fall. Nicht ganz nutzlos. Oh, das ist eine riesige Mücke auf meinem Bildschirm. Ich muss mal eben einen Cut machen und das Vieh töten, bevor es uns heute Nacht sticht. Elektrische Fliegenklatsche und Feuerzeug sind eine schöne Kombi. Gut. Da das Problem beseitigt ist und ich keine Ahnung habe, was ich hier jetzt Interessantes machen soll, weil irgendwie habe ich mir hier unter mehr vorgestellt. Ich kann jetzt auch keine Breaking Bad Anspielung finden, weil es waren zwar 2, aber na, ah, da hört die Gemeinsamkeit bei Breaking Bad und dem Kochen auch schon auf. Ah nein, es waren drei. Okay, also keinerlei Ähnlichkeit. Na wenigstens das, weil das wäre echt mies gewesen. Na gut. Eine Kochstation, die man nicht benutzen kann. Ja, irgendwie ist das hier Flaute. Gut, die Quest war Müll. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 kleine Mini-Quests, die uns wahrscheinlich irgendwo hinführen. Bringt Fred Allen einen Halluzigen-Kanister. Sprich mit Hancock. Berge Plasma aus Bedford Station. Untersucht das Museum der Hexerei. Das klingt doch interessant. Ich meine, wir wollten nicht immer schon mal was mit Hexerei zu tun haben. Wir müssen einmal hier raus. Ja, wir machen eine Schnellreise dahin, wo ich gerade geklickt habe. Und dann mache ich einen Cut bis dahin. Da sind wir wieder. Ich habe sofort pausiert. Allerdings, ich weiß nicht. Ja doch, das scheint ein feindlicher Synth zu sein. Nur Piper ist der merkwürdigerweise, gell? Jo. Das war euer letzter Fehler. Ja, anscheinend gibt es hier ein paar Synths. Auf jeden Fall. So, hier looten wir mal alles, weil die haben ja immer recht gute Sachen dabei. So. Kein Schluck auf, bitte. Oh, oh. Flankiert vom Feinsten. Ja, aber das scheint es doch gewesen zu sein. Wir hören zwar noch Schüsse, aber das ist definitiv nicht hier aus der Nähe. Jedenfalls nicht aus nächster Nähe. Das heißt, wir können das, denke ich, ignorieren. Und gehen einfach mal weiter. Wobei, wenn wir was Interessantes hier finden, looten wir das natürlich. Sowas zum Beispiel. Wobei, das wird wahrscheinlich nicht viel in die Tiefe gehen. Doch, Morgen Middle School. Wobei, doch, sieht so aus, als würde es nicht in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall haben wir hier wahrscheinlich die Schülerauszeitkammer. Sowas gibt es auch in jeder Schule, wir kennen das doch. Ich meine, hat da nicht jeder von uns drin gesessen. So, Morden Middle School Keller. Gehen wir da doch mal rein. Wer da wohl drin wohnt. Also Sims steht sich aus, eher Ghule und Raider. Vielleicht aber auch Meyerlurks. Na? Na, bis dahin sieht es relativ sauber aus. Da kann ich nicht die Bretter wegnehmen oder so. Gunner. Okay. Dass sie aber auch überall hier kein ihr scheiß Symbol dran machen müssen. Vault-Tech. Wir haben hier eine Vault. Okay. Ja, eine Gunner-besetzte Vault, die wir gefunden haben. Ist es das, wofür ich es halte? Yep. Ja, wir gehen mal in den abgefucktesten Modus. So, und sorgen dafür, dass wir hier Action machen. Ja, wir haben es ja eindeutig mit Gunnern zu tun, die sich in der Vault eingenistet haben.
keine Ahnung, wo du herkommst, aber du bist tot. Ja, wir nehmen denen mal ihr leckeres Zeug weg und stecken das in unsere eigenen Taschen. So, und sollten wir wirklich keine Schrotflintmunition mehr haben, können wir immer noch auf das Sturmgewehr. Wobei, wir machen das jetzt mal, denn mit dem Sturmgewehr können wir wenigstens sicher sein, dass wir... Quatsch, mit der restlichen Schrotflintmunition können wir wenigstens sicher sein, dass wir keine Probleme mit krassen Mega-Gegnern kriegen. Dafür haben wir dann immer noch die feuchterregende Flinte. So, Haarklammer. Ja, 7 Stück. Warum kriegt man denn 7 Haarklammern auf einen Schlag? Aufzug. Ne, wir gehen die Vault so durch. Kriegen wir hin. Ja, ein normales Gewehr. Also ein normales Visier wäre cool, aber wir müssen doch den Aufzug nehmen, wie mir scheint. So, haben wir eine Stockwerkauswahl? Nein. Na gut. Piper hat ihre Rüstungsschultern verloren. Die können wir aber hoffentlich wieder reparieren. Das wäre nämlich doof, wenn die ihre T... Die verliert ziemlich viel Rüstung, kann das sein? Ja, die T45 hat auch nicht so viel Rüstung wie unsere. So, der ist down. Die ist down. Ja, wir hauen die einfach alle weg. Ich meine, kann ja nicht so schwer sein, hier so ein paar Gunner umzuhauen. Wir sind ja immerhin mit einer Power-Rüstung hier drin. Für die muss das eh ein Albtraum sein. Ich meine, stellt euch mal vor, sie hat ja eben gesagt, ist es wirklich das, wofür ich es halte? Ihr müsst ja sehen, aus ihrer Perspektive ist da auf einmal, sind da auf einmal zwei Typen mit Power-Rüstung reingelaufen. Wahrscheinlich das Letzte, woran die in dem Moment gedacht hätten. Also schon ein bisschen furchterregend für die. Ja, wir gehen mal ein bisschen vorsichtiger hier durch. Denn ich möchte nicht unangenehm überrascht werden. Und vor allem haben wir den Vorteil, wir haben eine Waffe mit einem ziemlich starken Knall an der Lunte. Und wenn wir damit einen Schleichangriff landen können, dann tut der auch dementsprechend weh. Und deswegen gehen wir ein bisschen vorsichtiger vorwärts. Vielleicht kriegen wir einen schönen Schleichangriff hin. Darauf wollte ich hinaus. So. Laborzugangskarten. Ja, da komme ich schon noch rein. Ja. Irgendwo hier müssen ja noch Gegner sein. Da geht es nicht lang. Gut. Überall, wo es nicht lang geht, heißt es generell, dass wir dann schneller in die andere Richtung vorkommen. Das ist ja nett. Schwebendes, aufbereitetes Wasser. Davon wird man high, wenn man das trinkt. Just saying. Postbotenuniform. Das war wohl der Vault-Postbote. Und da hinten haben wir doch jemanden. So, schöner Angriff. Da ist noch jemand. Ja, wir gehen mal in den VATS, denn die Waffe hat den Vorteil, sie kostet weniger AP. Auf jeden Fall tut das denen wohl verdammt weh, wenn wir damit treffen. Ich weiß, danke Piper. Ist mir aufgefallen. So. Ja, also die Waffe hat einen ordentlichen Knall. Und dafür haben wir auch noch ordentlich Munition. Das ist ebenfalls sehr schön. So, hier liegt noch jemand, aber der liegt da wohl schon was länger. Hat sich auch keiner drum gekümmert, den mal wegzuräumen. Ich meine, warum auch? Wenn man den wegräumt, bleibt eh eine Hand übrig. Wobei, ich glaube, dass man das Skelett locker aus der Handschelle rauskriegt. Das heißt, man hätte ihn wegräumen können und da wäre dann nur noch eine Handschelle übrig gewesen. Was geht ab? Da bist du ja. Jo. Oh, daneben. Oh, Granate. Oh. So. Ah, ich wollte gar nicht schießen, ich wollte schlagen. So, und dann wollte ich schießen. So. Und dann können wir nochmal schlagen. Ja, die Power-Rüstung too strong. Ja, brauchst gar nicht zurückzuschlagen. So, wir haben hier aber irgendwo noch einen Gegner über uns. So, auf Wiedersehen, Gunner. Ja, die Gunner sind gar nicht so hart, wie ich sie für gehalten habe. Also das härteste an Gunnern war bis jetzt die aus der einen Siedlung. Ah, ist schon down, glaube ich. Randala haben wir bekommen, was immer das heißt. Wir haben eine Kettenklinge bekommen. Auch eine sehr schöne, typische Fallout-Waffe. Schon seit Fallout 1 bekannt, der Ripper. Also echt schön, nur ich weiß nicht, warum sie sie Kettenklingen genannt haben. Kann natürlich sein, dass es doch nur ein Messer ist. Was ich dann wiederum sehr schade fände. So, dann gehen wir doch auch mal in das obere Stockwerk, weil wir da meistens zumindest am Atrium des Aufsehers vorbeikommen. So, Schiebetür. Ja, das scheint eine Kinderstation gewesen zu sein.
Mit Plasmakartuschen. Also wir sind ja wahrscheinlich wieder in so einer experimentellen Waffen-Vault, wo nur Waffenverrückte drin waren, weil wenn die Kinder alle... Na gut, das heißt nicht, dass die Kinder hier auch drin geschlafen haben. Da ist, denke ich mal, Aufseherraum. Es kann doch genauso gut sein, dass die Gunner sich da drin eingenestet haben und daher die Munition kommt, weil wir haben einen Gunner mit Plasma-Munition. Ne, nicht mit einer Plasma-Waffe. Der hatte so eine Gamma-Waffe. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, was da drin ist. Na, Elch? Ich bin auf der Jagd. Sagst du nichts mehr, du Scheißvieh. Ja, gut. Ein Teddybär brauchen wir nicht. Kleinen Bilderrahmen brauchen wir auch nicht. Loot brauchen wir. Wobei Stimpaks haben wir genügend. So, von da kamen wir. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang weiter, denn hier geht es auch noch rein. Klassenraum. Ja, hier hätte ich mir jetzt irgendwie wieder einen Wackelkopf erhofft. Also Wackelköpfe, da gehe ich ja total drauf ab. Dauerhafte Boni auf den Charakter. So, Klassenraumterminal. Wenn es hier mal nicht ein paar Loks gibt. Obenlandhelden. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Sue und ein kleiner Junge namens Roy. Roy und Sue hatten den ganzen Tag Sex und wuchsen an einem ganz besonderen Ort auf, im Vault 75. Dort lernten und trainierten und spielten sie und hatten Sex. Und wie sie trainierten und Sex hatten. Sue und Roy wurden beide groß und stark. Dann wurden Sue und Roy eines Tages zum Aufseher gerufen. Was ist los, Aufseher? Fragte Sue. Warum weinst du, Aufseher? Sagte Roy. Es ist schrecklich, heulte der Aufseher und wischte sich eine Träne aus den Augen. Habt ihr Kinder schon mal vom Obenland gehört? Sue und Roy blinzelten und schüttelten den Kopf. Was ist das, Aufseher? Fragte sie. Oh, das ist ein schrecklicher Ort, sagte der Aufseher. Und dann erzählte sie den beiden von Obenland. Oh, es war eine Aufseherin. Sie erzählte von den Leuten, die dort lebten und dass sie nicht stark und in Sicherheit waren, so wie die Kinder aus Vault 75. Monster griffen sie an und bösartige Banditen stahlen ihre Nahrung. Dies war kein Ort, an dem Kinder aufwachsen sollten. Nein, ganz und gar nicht. Die armen Leute, rief Sue. Warum hilft ihnen niemand? Fragte sich Roy. Das ist es, Kinder, sagte der Aufseher. Jetzt ist es wieder ein R. Die Leute brauchen jemanden, der groß und stark ist und sie beschützt. Wer wird ihnen denn helfen? Fragten Sue und Roy. Ihr eines Tages, sagte der Aufseher. Deshalb müsst ihr euch in der Schule und beim Training immer euer Bestes geben. Dann werdet ihr groß und stark und könnt Obenland zu einem sicheren und fröhlichen Ort machen für die armen Leute, die dort leben. Da grinsten Sue und Roy und sie rannten in ihre Klasse, begierig zu helfen. Heutiger Unterricht K8. Unterricht T12. Ah, das ist ja super. Fängt ja wieder gut an hier in der Scheiß-Vault, wo wieder nichts funktioniert. Na gut, müssen wir uns wohl selber unsere Unterlagen hier zusammensuchen für einen Unterricht.